Heute geht es um die Nadelauswahl. Die Nadelauswahl ist immer davon abhängig, was man gerne stricken möchte. Ich zeige euch jetzt mal verschiedene Nadeln und stelle euch die verschiedenen Techniken vor, für was ihr welche Nadel verwenden könnt. Hier seht ihr 5 Nadeln, die jeweils vorne und hinten eine Spitze haben. Das handelt sich um sogenanntes Nadelspiel. Mit einem Nadelspiel strickt man so, dass man einen Teil der Maschen auf jeden Teil der Nadel hat und dann mit dieser Nadel immer die Maschen von einer zur anderen Nadel weiter strickt. Ich habe euch das mal sogar hier schon an einem kleinen Stück vorbereitet, da sieht man das ganz schön. Es wird immer rundherum gestrickt und ich kann natürlich jederzeit das Volumen meines Gestrickes verändern, indem ich zu- oder abnehme, und es ist immer passend. Also für eine Mütze, an der ich zum Schluss dann die Kopfform einstricke, ist ein Nadelspiel natürlich perfekt. Es bietet aber auch ein paar kleine Gefahren. Wie ihr vorstellen könnt, ist es manchmal etwas schwierig, wenn man die Nadeln so hält, dass einem nicht unten die Nadel rausrutscht, und gerade für den Anfang. Zum Lernen ist es manchmal etwas diffizil. Genau. Es gibt verschiedene Materialien. Hier haben wir Metallnadeln, das sind Bambusnadeln, das sind Plastiknadeln. Und hier, das sind meine eigentlich Lieblingsnadeln zum Sockenstricken. Das sind Rosenholznadeln und die haben eine Besonderheit, die sind viereckig, das kann man wahrscheinlich hier nicht so gut sehen, aber die sind viereckig und die machen ein besonders ebenmäßiges Strickbild bei so ganz, ganz feinen Sachen. Ne? Also ich meine, die sind nur so fein wie so ein Schaschlikstäbchen. Genau, also und bei diesen Dingen handelt es sich um ein Nadelspiel. Dann kann man natürlich 2 Nadeln verwenden. Wie diese Nadeln hier, die haben dann nur vorne eine Spitze und hinten einen Stopper. Sehen super schön aus, machen sich auch sehr dekorativ in jedem Wollkörbchen. Ich kann gleich dazu sagen, es ist manchmal für die Handgelenke etwas anstrengend, weil wenn man sich vorstellt, man strickt hier so und es sammelt sich immer mehr Gestrick hinten auf den Nadeln an, wird es immer schwerer, die Nadeln zu bewegen, und es kann schon mal etwas anstrengend werden und man braucht auch sehr viel Platz dafür, weil die Nadeln natürlich seitlich so ausschlagen. Also wenn man abends auf dem Sofa stricken möchte und der Partner noch neben einem sitzt, eher schwierig. Meine Lieblingsnadeln sind die Rundstricknadeln. Da ist es im Grunde so, dass man vorne eine Nadelspitze hat, eine relativ kurze Nadel hat und hinten ein kleines Nylonseil ist. Und dieses Seil gibt es eben in unterschiedlichen Längen. Das heißt, je nachdem, was ich jetzt stricke, suche ich mir eine Seillänge aus, die dafür passend ist. Im Grunde könnte man auch so jetzt wunderbar einen Loop stricken. Aber man muss halt immer die passende Seillänge haben. Auch die Nadeln gibt es wieder in allen möglichen Ausführungen, in Metall, wie hier. Meine Lieblingsnadeln sind aus Holz. Das sind welche aus einem ganz besonderen Set. Die haben die Möglichkeit, dass man hier hinten dieses Seil tauscht. Das ist hier ein kleines Gewinde. Und somit ist man sehr variabel. Man hat im Grunde immer die gleichen Nadeln und tauscht im Grunde dieses Seil aus, was es zwischen der Länge, also ich glaube bis zu 1,20 Meter gibt. Und damit kann man ja dann schon einiges machen. Also das sind so für den Anfang, sage ich mal, die besten Nadeln. Selbst wenn man etwas nicht rund strickt, sondern nur hin und her, von links nach rechts strickt,
würde ich immer diese Nadeln bevorzugen. Man kann auch ganz einfach das Gestrick mitnehmen, indem dass man das Gestrickte hier auf dieses Seil schiebt und es dann einfach so einpackt. Es geht keine Masche verloren und alles ist gut. Die seht ihr dann später nochmal, mit denen werden wir auch später dann stricken. Und jetzt habe ich euch noch ein paar andere Sachen mitgebracht, die man vielleicht für den Anfang brauchen kann. Was wir immer brauchen, ist ein Maßband, dann eine kleine Schere, um Fäden abzuschneiden, später mal eine Nadel mit einem großen Nadelöhr, mindestens so, dass man das Garn, mit dem man strickt, durchfädeln kann. Und ganz wichtig, es hat vorne eine stumpfe Spitze, damit kann man leichter durch die Maschen stechen und sticht nicht das Garn auseinander in der Mitte. Dann habe ich noch eine Häkelnadel hier, die man häufiger mal braucht, um vielleicht verloren gegangene Maschen wieder hochzuholen. Dann Sicherheitsnadeln sind immer super gut, einfach um auch im Strickmuster manchmal etwas zu markieren, zu sagen, ah, hier an dieser Stelle waren sie jetzt genau 10 cm oder so und so viele Maschen. Dann habe ich euch noch eine spezielle Nadel mitgebracht. Das ist eine Zopfnadel, auf der kann man temporär mal ein paar Maschen parken, wenn man etwas verzopfen möchte, ist aber dann eher schon ein bisschen fortgeschrittener. Was ich immer in meinem Strickkörbchen habe, sind Weinkorken, aus einem ganz einfachen Grund, auseinandergeschnitten. Und ich habe die eigentlich deshalb immer dabei, weil man, wenn man etwas auf einer Nadel hat, die eine Spitze hat, und man Angst hat, dass etwas verloren geht, dann kann man einfach hier diesen Korken auf die Nadel stecken. Man kann sich schon mal sicher sein, hier wird nichts mehr verloren gehen. Genau, und zu guter Letzt habe ich noch eine Nadelgrößenschablone. Es ist ja ganz häufig so, dass auf diesen Nadeln, also hier auf den Bambusnadeln, ist die Größe der Nadel angegeben. Also hier steht 10 mm drauf und wenn man hier durch, versucht es durchzustecken, es passt auch genau das 10 mm Loch. Durchs 9er kommen wir nicht durch. Aber es gibt natürlich auch viele Nadeln und gerade, sage ich mal, Nadeln, die schon länger im Gebrauch sind. Also ich habe noch Stricknadeln von meiner Oma. Da war vielleicht das irgendwann mal aufgedruckt oder es stand auf der Verpackung, aber man weiß natürlich irgendwie nicht mehr, was das für eine Nadelgröße ist. Dann kann man mit dieser Schablone feststellen, welche Größe es handelt. Also 3,5 ist es nicht, 3,75 auch nicht. Ah, okay, ist es die 4er. Welche Nadelgröße, also welchen Durchmesser ihr jetzt nehmt, ob es die ganz dicke ist oder ob es diese dünne Nadel ist, erkennt ihr eigentlich an der Banderole am Garn. Ich zeige euch das mal. Wenn man sich ein Garn kauft, dann ist es ja meistens auf so einem hübschen Knäuel aufgewickelt und es hat diese Banderole, was uns schon mal ein paar Informationen gibt über das Garn. Zum einen steht hier immer drauf, um wie viel Gramm es sich handelt, wie viele Meter auf dem Knäuel sind, die Farben und auch ganz wichtig, nicht nur die Farbe ist entscheidend, sondern auch die Partie ist entscheidend. Partie bedeutet, auch wenn ich von der Farbe wie hier 801 im Geschäft ganz viele 801en habe, muss ich schauen, dass ich die Farbpartie 02 finde. Nur bei diesen, die gleiche Partienummer haben, ist es wirklich Garn, das in einem gefärbt worden ist. Das ist alles im gleichen Färbebad, im gleichen Kessel gefärbt worden. Weil es kann schon sein, dass obwohl es die gleiche Farbnummer ist, es ganz kleine Farbunterschiede gibt.
Und das mag man im einzelnen Knäuel so nicht sehen, aber wenn der Pullover fertig ist und man die Ärmel eingenäht hat und man feststellt, der rechte Ärmel hat irgendwie so einen ganz leichten Gelbstich im Gegensatz zum anderen Pullover, das ist halt super ärgerlich. Dann steht hier immer auf der Banderole, wie die Pflege ist, also wie in jedem normalen Kleidungsstück, waschen, bügeln, trocknen, reinigen und so weiter und so fort. Und dann steht hier unten in ganz klein, es sind zwei so gekreuzte Nadeln abgebildet und dann steht hier 5 bis 6. Also das würde bedeuten, dass wir eine Nadelstärke 5 bis 6 verwenden. Jetzt ist es auch ein bisschen Geschmackssache und ja, am Anfang vielleicht etwas schwieriger, das zu beurteilen. Jeder Mensch strickt unterschiedlich fest. Nicht jeder ist so locker in der Hand. Gerade am Anfang neigt man dazu, dass man eher etwas verkrampft. Also 5 bis 6 ist ungefähr der grobe Richtwert. Ich würde sagen, am Anfang, wenn man tendenziell zu fest strickt, ist es vielleicht besser, man nimmt eher erstmal die größere Nadel, um da auf der sicheren Seite zu sein. Genau.